Lewandowski. Antworte oder ich liege Adresse. Ja, natürlich ist im Video Lars Holz über das Kai Havertz Fortnite-Duell. Ja, was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen geilen Video. Genau, ihr habt den letzten Teil so gefeiert, wo wir die Profis auf Instagram angeschrieben haben und die eine oder andere Antwort bekommen haben. Ja, genau genommen eine. Aber diesmal schaffen wir ein paar mehr, denn heute schreiben wir auch wieder Fußballstars an. Eigentlich müssen wir auch uns selber eine Nachricht schreiben, ja, ne? Wir sind auch Stars. Sowieso. Und schauen wir mal, wer diesmal antwortet. Lasst ein Like für dieses Format da und schreibt euren Lieblingsfußball in die Kommentare, den wir auch mal schreiben sollen. Ja, machen wir es in ein paar 3 vielleicht mal. Ja, ja, vielleicht auch erst in ein paar 69. Kann auch sein. Und checkt auf jeden Fall die Best-ofs ab. Da gibt es nämlich auch noch ein freshes Gewinnspiel. Nächste Video kommt dann am Samstag oder Sonntag. Heute haben wir uns richtige Leckerlis rausgesucht als erstes Schreiben hier. Fangen wir mal an hier mit Oliver Kahn, dem Titan. Was schreiben wir? Was ist denn hier los? Corona? Oh, Abstand! Wir hatten ja gar nicht Abstand, Freunde. Also so. Olli Kahn. Olli Kahn. Wir denken, wir sind komplett bescheuert. Sind wir ja auch. Wird er doch safe drauf antworten. Gehen wir mal zu okay, easy. Aha, wen haben wir denn hier? Oh. Wen haben wir denn hier? Arjen Robben. Der eine oder andere sagt, Arjen Robben sieht ein bisschen aus wie ich. Ich finde eher, ich sehe aus wie Slavik. Also, manche sagen auch, ich sehe aus wie Arjen Robben. Ich wüsste jetzt nicht, warum. Aber dann würde ich mal sagen, schreiben wir den einfach. Nice. Glatze, Bro. Schick dir doch ein normales Selfie, Alter. Okay, okay. Was hast du geschrieben? Nice Glatzer, Bro. Vielleicht müssen wir auch mal wieder ein bisschen gucken, dass wir nicht ganz so kranke Sachen schreiben, dass man vielleicht auch eine Antwort erwarten kann. Ich meine, Draxler, Adler, die haben uns alle nicht geantwortet, obwohl und die haben ja gesehen, ja. Sané, ja. Muss natürlich ein Sané-Sané-Wortspiel machen, Alter. Das sind wir ja dann schuldig. Lieber Sané, wenn ich dich sehe, will ich Sané. Keine Ahnung, Alter. Will ich deinen Sané? Deine Sané. So viel zum Thema nettere Nachrichten schreiben. Und falls wir jemals mit Leroy Sané drehen, wir würden uns direkt einen Kick geben. Lieber Sané, wenn ich dich sehe, will ich deine Sané. Oh mein Gott. Wen haben wir hier? Loris Karius. Karius. Karius Wortspiel wäre jetzt zu einfach, oder? Nice Gehirnschaden, Bro. Tut Kopf immer noch weh nach Ellbogen. Sorry, dass wir 2 Jahre nicht geschrieben haben. Ich hatte Handyverbot. Gute Besserung nochmal. Sorry, dass das so spät kam. Wir hatten Handyverbot. Geht's dem Kopf wieder besser? Ihr wisst es. Also, das ist ja mal eine sehr liebe und nette Nachricht. Muss man einfach mal sagen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wovon wir reden, Alter. Sergi Gnabry. Ah ja, von Sergi Gnabry weiß ich schon genau. Dem schreiben wir nämlich: Bruder, wann ist die Suppe eigentlich fertig? Zeit diese Suppe am Rumrühren. Ganz ehrlich, da muss der doch. Wenn er da nicht antwortet, ey. Bruder, dann lass hier alle Like. Ist da. Die Suppe. Schreib jetzt sogar, oh, ganz witzig. Ja, Hauptsache, der antwortet. Dann haben wir nämlich einen super Titel. Serge Gnabry hatet uns. Oh, Kai Havertz. Kai Havertz, ja, der Fortnite-Spezialist. Der ist ja mit dem Julian Brandt und Mitchell Weiser die ganze Zeit hier Fortnite am Spielen. Und noch eine ist dabei. Ja, du, Lars Holzi. Der ist auch der Squad. Ich weiß nicht, wer spielt mehr Fortnite, Kai Havertz oder Lars Holzi? 1 vs. 1, weil das sind auch immer die Nachrichten, die ich von euch bekomme. 1 vs. 1 in Fortnite und dann braucht er noch natürlich einen Anreiz. Und als Fußballer kennt man nur Geld. Arschbild. 1 vs. 1 in Fortnite um 500 Euro. Okay, ja. Wenn der annimmt, Digga, ich spiele wirklich gegen den. Ja, sag bloß, kannst du doch nicht Nein sagen. Kannst du nicht Nein sagen, wenn der jetzt. Ich meine, wenn der antwortet, annimmt und dann auch sagt, er ist dabei, dann, Digga, dann gibt's direkt nächste Video. Ja, natürlich. Nächste Video, Lars Holz, über Sky Harvard's Fortnite-Duell. Hummels! Mit dem würde ich auch gerne drehen. Er wirkt sehr sympathisch. Man kann sich unterhalten. Wir schreiben dem einfach, was ist denn jetzt mit der Challenge? Müller hat gesagt, die geht klar. Ja, wir haben mit Müller gesprochen. Wir meinten Brotatus vs. Thomas. Ja. Was ist denn damit jetzt? Oder doch die Musik. Corona-Lache ist da. Also wenn er darauf nicht antwortet, dann weiß ich auch nicht. Was denn jetzt mit der Challenge? Thomas hat gesagt, bei dem Video, Thomas vs. Potatoes. Oder doch die Hosen voll. Wenn er so richtiger Ehrenmann ist, dann wird er sagen, okay, ja komm, wir machen das, wir machen das. Oh, Mario Götze. Ja,
der beste deutsche Fußballer aller Zeiten. Schreibt ihm einfach, folgt uns auf TikTok. Bist ja jetzt auf TikTok. Folgt uns mal auf TikTok. Danke. Schön, ja, ich würde mich freuen, wenn der uns folgt. Wir sind wie so ein kleines Kind, was bei mir und bei dir ganze Zeit in den DMs hängt und sagt, folgt mir. Bei mir hängen nur Supermodels in den DMs ab, ja. Denen ich aber nicht antworte. Okay, Ehrenmann. Mario Götze auch abgehakt. Wen haben wir hier als nächstes? Jetzt sind wir wirklich bei den Gladbacher Spielern. Jan Sommer. Spielst du auch im Winter? Ich weiß auf jeden Fall, dass es ein leidenschaftlicher Koch ist. Vielleicht können wir auch irgendwas mit Essen schreiben. Was soll ich jetzt dazu sagen? Wie wär's, wenn wir dem deine Pommes anbieten? Mit Wild? Bist du Dr. Sommer? Wer kennt Dr. Sommer, Freunde, Alter? Legende. Sagt er so, ja. Oh, Lewandowski. Stell dem doch mal eine Frage. So, vielleicht antwortet er dann. Also eine Frage. Eine Frage, ja. Wie kann man so hübsch sein? Das höre ich auch oft, aber ich weiß nicht die Antwort. So von Fußballstar zu Fußballstar. Ah. Wenn er ein guter Mann ist, dann antwortet er einfach mit einem schönen Tipp. Gib du dir mal einen Tipp. Wir haben jetzt hier noch Timothy Chandler. Kumble, wo bist Komble. Du? Humle, komm raus! Hast kurz Zeit! Schick dir ein Bild von dem. Ich mache einfach ein Video direkt, der weiß ja gar nicht, was abgeht. Okay. Da ist der Bruder. Wir haben ihn gefunden. Mein Bruder? Ja. Zeig mal. Danke, das sagst du. Ja. Kannst du dir gehen, super. Ich habe mal geantwortet mit einem Video. Karl Eihahn, ne? Fortuna-Spieler. Ne? Die Gang. Und der wohnt zufällig bei Mr. Murat im Haus. Und wir wissen, wo Mr. Murat wohnt. Antworte oder ich liege Adresse. Schreib einfach, braucht ihr noch wen bei Fortuna? Ihr wisst, Leute, wenn Fortuna uns braucht, wir springen ein, Alter. Ich hole gerne das Wasser. Und Fortuna schreiben wir jetzt. Wir schreiben es auch noch Verein. Den schreiben wir jetzt, braucht ihr noch Ballio? Oder wir schreiben, wir kommen von Karl Eihahn. Der meinte, wir brauchen noch hin. Dass Fortuna antwortet, ist noch halbwegs realistisch. Wir haben, glaube ich, sogar mehr Abos als die. Yeah. Ich bin ja auch Slavic, Spidey Junge, meine ich. Und dann schreiben wir noch ein, zwei Vereine. Bayern. Sind. Bayern. Wir haben mit Thomas Müller und Mats Hummels gesprochen. Wann können wir jetzt bei euch drehen? Wir haben mit Thomas Müller und Mats Hummels schon gesprochen. Wie sieht es jetzt mit einem Video aus? Einfach hochpokern. Einfach hochpokern. Vielleicht. Sollen wir was Nettes schreiben? Ja, schon was Nettes. Ja, bei Gladbach müssen wir jetzt was Nettes schreiben. Da müssen wir schon einmal schreiben. Da hat der Paranoia. Da müssen wir schon sagen. Sehr geehrte Damen und Herren, wie sieht es denn aus mit einem Video nach der Corona-Pandemie? Wir machen auch Fußball. Aber schreib Gladbach, was du willst, Alter. Mir ist es eh egal, ey. Hey zusammen, wie sieht es mal mit einer Kooperation aus? Alles. Das ist doch. Und damit haben wir jetzt schon wieder die ganzen Leute angeschrieben, ne? Wir schauen jetzt. Wenn wir jetzt nicht mindestens zwei Antworten bekommen, haben wir was falsch gemacht. Okay. Zwei, ja. Aber letztes Mal haben wir eins. Wir schauen mal, ne? In ein, zwei Tagen sehen wir mal, ob irgendwelche Antworten reinflattern. Wir treffen uns in 48 oder 72 Stunden wieder hier, würde ich sagen. Deswegen fliegen wir mal kurz los. Okay. Oh, da sind wir, ja. Und zwei Tage später. Wer hat geantwortet? Nee, nur einen Tag später. Man sieht es ja an der Uhrzeit. Keine Zeit. Ist es sehr mau, muss man sagen, diesmal. Es hat aber tatsächlich einer geantwortet. Ja, wer denn? Ein absoluter Superstar. Kennst du Leroy Sané? Nicht ganz, ein bisschen höher. Ein bisschen bekannter. Höher, wie haben wir den noch geschrieben? Mats Hummels. Nein, er geht in die richtige Richtung. Loris Karius. Ist auch ein Torwart, tatsächlich. Ein Torwart? Ja. Das ist fast. Wer hat die Antwort? Leider nicht, es war mal Mr. G. Immerhin auch ein sehr guter Torwart, kann man sagen. Den hatte ich nämlich noch geschrieben, wie sieht's mal wieder aus mit einer Challenge oder hast du die Hosen voll? Was hat er darauf geschrieben? Was ist denn mit euch los? Hose voll? Ich lach mich kaputt. Was schwebt den Herrschaften denn vor? Also, tatsächlich wollten die Leute wollten auch, dass wir mal jetzt Mr. G. schreiben hier der Kommentare. Haben wir es auch getan. Ja, deswegen schreibt weitere Fußballer. Die haben alle scheinbar nicht geantwortet. Ja, die anderen haben auch nicht so. Oh, da ist noch ein Foto reingekommen. Schauen wir mal kurz rein. Aha. Okay, alles Ehrenmann. Klar, Ehrenmann. Ich denke mal, die anderen werden noch dann antworten. Wir halten euch auf Part 3 auf dem Laufenden. Lasst ein Abo da. Abo da lassen, da wird safe noch ein Teil kommen. Ich guck mal, ob irgendeiner gelesen. Läuft alles. Aber Arjen Rom steht zugestellt. Ja, das steht heißt wahrscheinlich nicht immer da, wenn man ein Foto macht. Ne? Dein nice Glatzer drauf. Und ist irgendwo einen gelesen.
Niemand hat's gelesen. Kai Havertz, Kai Havertz, ich hoffe auf dich, Alter. Irgendwann kommt das Fortnite-Duell, Alter. Fortuna will auch nicht, dass wir für die spielen, Mann. Ja, Alter. Ich glaube, dass sie haben das gar nicht so auf dem Schirm wegen Corona-Pandemie. Und der Kontrollfreak. Schatz, bitte beherrsch dich. Okay, lasst ein Like und ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, Freunde. Ciao. Kann man nichts machen.